glaube schon, Alex sag's. We should head back outside. Genau, in der Pause mehr als oft genug gesagt. Aber es kommt bestimmt gleich nochmal. Erst einmal hallo allerseits. We should head back outside. Willkommen zurück bei Life is Strange. True Colors. Alex, nochmal bitte, eher gehen wir nicht. We should head back outside. Dankeschön. Nicht hängen bleiben mit der Gitarre, nicht hängen bleiben. Und Steph will, will. I do. So wie sich Steph da gezeigt hat, macht sie das für mich irgendwie noch sympathischer als ohnehin schon, diese Seite von ihr gesehen zu haben. We should head back outside. So unsicher, so verlegen, wie sie da etwas war. Toll. Einfach nur großartig. Der trifft ja gar nicht. I'm still thinking about that tapestry. The blacksmith making the sword? Yeah. It's really sweet how many people Steph's roped into this. Bah! What a thankless life, being a smith in the age of monsters. Hey, we found the components of Sunsilver. It's iron, goblin ore, and fire powder. Praise the gods. Of course. How could I forget? Why don't you take that scroll for your kindness? Listen here. I've no need of it. Since you two already defeated the serpent, maybe you can handle the troll around the bridge. Machen wir schon, hoffentlich. I've killed plenty of trolls in my day. Let's go. Hoffentlich war das eine Gesundheitsrolle. Ich möchte mehr Gesundheitsrollen. We've definitely earned that. Schriftrolle des Vorteils. Du und deine Verbündeten erhalten einen extra Zug, kann nur einmal eingesetzt werden. Hier kann man das Inventar übrigens nicht aufrufen. Did you see this scroll first? No. All right. Viermal. He's brave and he's honest. It's really sweet how many people Steph's roped into this. Jetzt geht das bei ihm nicht mehr, hat kein Pünktchen mehr. Life without the monsters. Können wir hier bitte mal ein Eis essen gehen? Vielleicht hier mit Steph. I wonder how Riley's doing with the USB. 14. Plunge, plunge. 14. Oh nee. Blöder Arsch. 1, 2, 3. I control me. 1, 2, 3. I control me. Geh schon mal weiter. This book is written for fucking toddlers. Ooh. Nothing like getting pissed off at your anger management book. Nicht, dass das noch abfärbt, diese Emotion. Was ist denn hier los? Come on. Monster abundances are when you need apothecaries the most. Aufgrund einer bedauernswerten Anzahl an Monstern ist die Apotheke bis auf Weiteres geschlossen. Aw. Disappointed. I thought I would finally get to go in. Ach, wenn hier irgendwo eine Schriftrolle liegen könnte, das wäre schön. A scroll in need of a home. Er hat sich für ein Zuhause entscheiden wollen, hat aber genau die Mitte getroffen. Es gibt neben dem Drogenladen noch einen Drogenladen. Echt super. Ich hab's doch gerade genommen.
Zumindest habe ich geklickt. Heilung, jawohl. Woje? Schriftrolle der Heilung. Halt Gesundheit für dich und deine Verbündeten komplett. Entfernt alle negativen Statuseffekte, Giftlähmung etc. Kann nur einmal eingesetzt werden. Ob der Troll einen lähmen kann? Stocking up on scrolls. Bestimmt, wenn er uns einfach haut, dann haut er so doll. Ah, hier, unsere Tat wird Konsequenzen haben im Lantern. Jawohl, geilomat. I wonder how Riley's doing with the USB. Freude. That run felt amazing. I'm so proud of myself. Wow, good for her. Schön. Das ist toll, wenn so eine Kleinigkeit dann auch einfach eine Konsequenz, eine Auswirkung hat. Und dass man die auch noch sehen kann, das ist echt toll. So, hier, kleine Pause. Mind if I duck in here a second? Na, ich bleib dabei. I have to, renew my Bard Guild membership. Yeah. Okay. Weiden müssen wir mal kacken. Zettel über Erinnerungszettel. Hey there. I could ask Riley how progress is going with the USB. Man könnte meinen, Alex hat eine Droge genommen, so wie sie gerade gestrahlt hat. Must be hard to find new employees in a small town. I hope it works out. Leifs Blumen stellt ein. Wir suchen eine freundliche, fröhliche, ich weiß gedreht, Angestellte für Ladenführung, Blumenarrangements, Kundendienst, Kasse, Auslieferungen. Wir sind seit fast 25 Jahren ein Geschäft in Familienbesitz in Haven. Vollzeit- oder Teilzeitstelle möglich. Bitte spricht bei Interesse Eleanor an. Guter Zwerg. Nice. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Cool, cooler Zwerg. Brille und Pullover. Steht ihm sehr gut. Stehen ihm sehr gut. Nice. Man, small towns. Everyone's been going out of their way to congratulate Riley these past couple of weeks. Mac hätte irgendeinen Scheiß von sich gegeben. Sehr geehrte Kunden, die Geschäftszeiten von Leifs Bloom werden im Mai und Juni eingeschränkt sein, während wir zusätzliche Angestellte einstellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit. Glückwunsch, Riley. Egal, ob clever oder ehrlich, was war denn das da draußen mit der Markise? Man, small towns. Everyone's been going out of their way to congratulate Riley these past couple of weeks. Das ändert nix. Okay, die Sonne, der Schatten wandert auf einmal und auf einmal ist dann von Schatten wieder, steht die Markise oder die Wand wieder im Sonnenlicht. So Eleanor's donating all those decorations? Wieso können wir da nichts reinwerfen? Ich meine, im Park liegt ein Dollar, den können wir einwerfen. Leifs Bloom. Frühlingstombola. Nehmt einen wunderschönen Strauß vom diesjährigen Frühlingsfest mit nach Hause. Ein Los, ein Dollar.
Alle Einnahmen gehen an die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Sie vermehren sich ständig und überall. Steht er noch draußen? Jo. Fällt nur noch eine Leine am Geländer. What a piece of shit. Hey Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Ist von dem Schokoladen, in dem wir zu unserem letzten Jahrestag waren. Ich kann in letzter Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir. Ey, merk, wie vertrauen, ihr seid getrennt, aber da wird es eine Menge Kerle geben und das macht mich nervös. Ganz ehrlich, ich wünschte, dass du ein wenig daran denken würdest. Boah, merk, wie doof bist du eigentlich. Ruf mich an, falls du je reden willst, merk. So ein Schwachnudelkopf. Sooner or later, Riley's gonna figure out Eleanor's secret. Lieber früher als zu spät. Wenn sie nämlich drüben ist und dann wieder alles abbrechen muss, dann wieder hertingeln muss, weil sie einfach will, dann lieber gleich. Reines Wasser einschenken. Paketrückgabe an Friesland Garten Großhandel. Wolltest du das zweimal bestellen? Wenn nicht, schicke ich es Montag zurück. Riley. Sie hat vergessen, dass sie es schon mal bestellt hat. There's a whole tech side to Riley I never knew about. Gabe did, though. Gabe schon. Wie das jetzt kam, so, Gabe schon. Any luck with the USB? No, not yet. It's gonna take hours, if we're lucky. Oh. If you want to check it out, it's running on the office computer, but don't touch anything. Okay. Thank you so much for doing this. You don't have to thank me. It's the least I could do for Gabe. And actually, it's kind of fun. I didn't realize you were so good with computers. Is that what you're going to school for? Civil engineering. Or maybe robotics? It's a lot to figure out. Kind of crazy. Anyway, let's talk about something else. Indem wir aber die Wahrheit sagen, verbauen wir dieses Erlebnis. Auch nicht schön. Aber was ist schlimmer oder besser? Wer sind wir, dass wir das entscheiden dürfen können? Dass wir uns da einmischen können? Tja. Wir halt. I saw Eleanor at the Black Lantern this morning. She probably needed a break from me. I've been nagging her all morning about getting one of those, like, medical alert buttons. Oh, man. I'm gonna be 4 hours away, and she's never lived alone before. How's Mac doing? I haven't seen him in a while. Mac is an Arsch. Oh, he's around. Probably too embarrassed to show his face. Aber was schreiben kann er? He gives me shit every time I see him. I can't get out of this town fast enough. Na. Stay strong. Let's talk later. I'll let you know if I make any progress. Thanks again. Riley ist halt auch super. Wie so viele hier. Vorsicht mit der Gitarre. Achtung, an Ecke fahren. Wir müssen unbedingt noch in die anderen Räume. Oh, Vorsicht, Tür hier. Oh, Gitarre. Oh. For Spring Festival. These are freaking gorgeous. Das ist wirklich so eine Art Kühlschrank, oder? Ich meine, warum sollte sonst das Ding strombetrieben sein? Wird da wohl keine Wärmekammer sein? Warum müssen Blumenarrangements im Kühlschrank liegen? Weil sie dann länger frisch bleiben? Der
Scheck für hier. Kannst du dir noch mehr fürs Studium kaufen? This is just so nice. Mai 2019, Zahlbar an Riley. 500. 500 und 0,100 Dollar. Western Rich Credit Union. Anmerkung: Geschenk von Eleanor. Liebe Riley, du wirst einen neuen Computer für dein tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid und ich stelle einen weiteren Scheck aus. Ich bin so stolz auf dich. Alles Liebe, Oma. Kuss und Umarmung. Und das in doppelter Ausführung. Da hat schon wieder jemand ein Stipendium bekommen. Ich kenne da noch so ein paar. Riley's like 300 pages in. Must be a good book. Ich überlege ernsthaft, ob ich jemals schon in meinem Leben mehr als 300 Seiten von Büchern, Mehrzahl, gelesen habe. Ich habe, glaube ich, die ersten 2 oder 3 Harry Potter Bücher, die habe ich damals als Kind geschenkt bekommen. Habe die auch angefangen, bin aber echt nicht weit gekommen. In der Schule habe ich mal Robinson Crusoe gelesen. Hatte aber, glaube ich, nicht mehr als 150 Seiten. Und später dann die ganzen auch Aufsätze im Deutschleistungskurs, habe ich auch schon mal erwähnt. Da habe ich ja nie ein Buch gelesen. Und habe es trotzdem gepackt. Also ich wage ernsthaft zu bezweifeln, ob ich so... Also ich meine jetzt nicht irgendwie so Bücher zum Lernen, also da bin ich schon über die 300 Seiten hinweggekommen, aber einfach nur Bücher mit Geschichten wie eben Robinson Crusoe oder die Harry Potter Bücher, einfach was zur eigentlichen nur Unterhaltung. Ich meine, ich bin da noch unter 300 Seiten. Naja, ist halt einfach nicht mein Ding. Ich habe eine Menge Fantasie, aber ich finde das Lesen von ellenlangen Seiten eines Buchs einfach so unglaublich langweilig. Geschmäcker und so verschiedene. Der Mascaron-Effekt von Joanne Fleck. Joanne. Eine erstaunliche Zukunftsvision. I will definitely not touch this. Okay. Hagman Nimble. Passwortknacker. Version 4.5.1. 7 Tage Probeversion. Hoffentlich dauert das nicht länger als 7 Tage. Angriffsmodus, Standardmodus. Brute Force. Lexikon. Spinne, Maske, Fortschritt. Testet Passwort. Diane mit statt A einem Ad-Zeichen und am Ende einer 4. Verstrichene Zeit 1,26. Überprüfte Passwörter, aber in der Zeit schon 354.701 überprüft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 mal 6 mal die 0. God, I took that bus here. Barely a month ago? Feels like it's been years. Schon ein Monat. Veribus-Linien. Veribus, ja, ja. Vielen Dank an die Erinnerung. Veribus Lines, Inc. Frau Riley Leaf. Leif. Ich stolper da immer noch gerne und dann denke ich an Leif Flowers. This is ACFC. ACFC hieß es doch, oder? This is... Oft habe ich schon bei This is abgebrochen. Life Flowers. This is Life Flowers. This is... ACFC. Mal gucken, ob es wirklich ACFC war.
Ein Einzelgänger, da. Hat sich aber bestimmt auch schon vermehrt. Ah, wir müssen... Oh, stimmt, wir haben schon lange nicht mehr hier geguckt. Bei den Erinnerungen habe ich mir beim letzten Mal ein Foto gemacht vom aktuellen Stand. Dann kann ich ja einfach vergleichen und dann weiß ich wieder, wo ich bin. Hatten wir Diane schon? Wer ist die letzte Seite? Wo waren wir denn hier schon? Mist. Erinnerung, ja, gutes Stichwort. Erinnerung, lässt sie jetzt nach oder lässt sie mich im Stich? Also wir hätten schon auf jeden... Steph Trauer hatten wir schon. Hatten wir dementsprechend auch schon. Ich glaube, wir müssten hier weitermachen bei der Angst von Eleanor. Ich meine ja. Dann haben wir die 6, die 7, die 8 und die 9 vor uns. 4x2 Tagebuchseiten. Hey, ich freue mich. Also, Eleanor Angst. Denk an all die Momente, in denen du vergessen hast, was du gerade sagen wolltest oder warum du ein Zimmer betreten hast oder den Namen von jemandem, den du schon 1000 Mal getroffen hast. Wir nennen es Fadenriss. Ein lustiger Begriff für die plötzliche Fehlfunktion aller Synapsen. Tatsächlich ist es eines der hilflosesten Gefühle überhaupt. Wer weiß, wie das erst mit einem Filmriss ist? Ich weiß es nicht. Das ist es, was Eleanor im Blumenladen fühlte. Nur schlimmer. Es ist ein ruhiger, unbekannter Schrecken. Er braucht eine besondere Person, um damit umzugehen oder zusammenzubrechen. Eleanor ist stark. Und auch stur. Aber irre stark. Wenn ich ihre Aura nicht hätte, wenn ich ihre Aura nicht hätte sehen können, hätte ich es vielleicht nie gewusst. Ich führte sie aus dem Nebel. Aus dem Nebel der Vergessenheit, der Unsicherheit. Was für eine Erleichterung. Aber dann erinnerte sie sich nicht an Gabes Tod und es drehte mir den Magen um. Es ihr zu sagen war schmerzhaft. Es erneut zu sehen, als sei es gerade erst passiert. War die Wahrheit das wert? Ich weiß es nicht. Alles gerät so aus den Fugen, all meine Erinnerungen verblassen. Sie werden mich zwingen, den Laden zu schließen. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, komme ich mir wieder machtlos vor. Der Gedanke an die Zukunft schmerzt, wenn ich diesen Ort nicht länger kenne. Verstummende Trommeln sind alles, was ich höre, und ich erinnere mich nicht an dein Gesicht. Boah, wenn Eleanor irgendwann mal Riley nicht mehr erkennen sollte, das wird bestimmt noch einige Zeit dauern, aber... Boah, das ist so bitter dann für Riley und dann, wenn Eleanor das dann auch merkt oder sich wieder erinnert, wer das ist. Boah, wünscht man überhaupt gar keinem diesen Scheiß. Ryan und Wut, das ist doch dann im Wald, oder? Was dürfen wir denn eigentlich schon haben? Na egal, ich lese jetzt. Ryan Wut. Ryans Wut hat Zähne. Sie war beißend, grimmig, ein wildes Tier, das seine Beute in die Enge getrieben hat. Und weil er überzeugt war, dass er diese Wut verdient hat, war er bereit, sich ihr zu ergeben. Sie verschlingt ihn. Es war seltsam, Gabes Gestalt in der Lücke zu finden, die er hinterlassen hat. Ich will mehr von Gabe, als ich bekommen habe. Ryan hatte es bekommen, einen vollständigen Gabe, einen Gabe, der atmete und Platz einnahm. Und dann das Messer, das Seil, die Schlucht, die einzigen Dinge in der Welt. Er hasste sich.
Ich sagte ihm die Wahrheit, dass es okay ist, sich selbst zu vergeben, dass er nicht allein ist. Sicherheit ist mein Job. Kein Held, sondern ein Feigling. Er ist meinetwegen tot. Ich kann den Gedanken nicht abschütteln, dass du meinetwegen tot bist. Und du bist nicht hier, um mir zu vergeben. Ich weiß nicht, wie ich den Ort erreiche, an den die Toten gehen. Sag mir, wie kann ich leben? Freude bei Ethan. Wie viele goldene Momente wir schon hatten in diesem Durchlauf. Allein schon die Joggerin zuletzt oder eben auch Steph. Jetzt gerade erst im Elster-Emporium. Ryan, Freude. Wie fange ich überhaupt an? Das goldene Leuchten, die Art, wie der Schmerz und die Anspannung langsam aus Ryans Gesicht verschwanden. Und dann das Lachen, die persönliche Freude des Moments, als Ryan beschloss, einen dummen Fehler in einen Witz zu verwandeln. Das Vertrauen, dass er ein Gabe hatte. Die Liebe. Das sichere Wissen, dass er Gabe verarschen konnte und damit durchkommt, dass Gabe ihn dafür lieben würde. Ich habe es zusammengesetzt, es in den Wolken gefunden, die Gans, das Auto, das Gab. Und nur für einen Moment konnte ich die Art Beziehung zu Gabe haben, die Ryan hatte. Dafür bin ich so verflucht dankbar. Heute Morgen dachte ich, dass ich andere immer nur durch ihren Schmerz kennen würde. Ich dachte, damit könnte ich leben. Falls es bedeutet, Leuten zu helfen und Gabe zu ehren. Doch dann dies. Freude. Wie eine Rettungsinsel, eine Luftblase über einem unterirdischen See. Jetzt fühlt sich alles anders an. Hätte ich das Grab nur tiefer gemacht. Die Gänse sind zum Leben erwacht. Gänsemord ist ein Verbrechen. Und Kanada kommt sich rächen. Verbrechen und rächen. Eigentum der Krone. So viel Blut. Die berittene Polizei Kanadas erkennt ein Gänsegrab auf 100 Meter Entfernung. Wie Gabe da aber auch voll mitgegangen ist. Immer wieder was im Blau. Dahin Traurigkeit. Schuld bewirkt Merkwürdiges in Menschen. All die nagende Dringlichkeit, der Wut, all das erdrückende Gewicht der Traurigkeit. Sie heben sich gegenseitig auf, bis man gelähmt ist, wie angewurzelt. Es ist furchtbar, dies mit sich rumzutragen und ich würde es nie jemanden wünschen. Aber Diane hat es fast verdient. Sie sah Gabe als eine Art Zwilling, ein weiterer Außenseiter, der nach Haven Springs geschleppt wurde und einen Weg fand, es zu seinem Zuhause zu machen. Sie vermisst ihn tatsächlich und spürt die Leere, die er hinterlassen hat. Es zerreißt sie. Aber was tut sie angesichts dieser Qual? Sie rollt sich ein, verstärkt ihre Abwehr. Das ist ihr Fokus, sich selbst zu retten. Sie hätte so viel besser sein können, als sie ist. Aber ich vielleicht auch? Ich habe Diane ausgetrickst, ihre Trauer ausgegraben und sie dazu gebraucht, sie zu konfrontieren. Vielleicht war es naiv zu glauben, dass diese Kraft selbstlos ist, aber zu wissen, dass ich mit ihr andere manipulieren kann? Ich bin mir nicht sicher, dass es mir gefällt. Andere manipulieren zu seinen Zwecken, zu seinen Gunsten. Ja, im ersten Moment nicht verkehrt, aber auch ziemlich doof und blöd. Wenn man schon die Kraft hat, andere zu manipulieren, wenn man weiß, was sie denken und dann sie in eine Richtung zu schubsen? Wer ist man, dass man das kann oder darf oder einfach machen kann, darf halt, ne? Wer sind wir, dass wir uns da einmischen können in das Leben anderer?
nicht ungetan machen, was der Titan antat. Was der Titan, der Titan antat. Der Titan antat. Titan antat. Es klingt. Dem Jungen, in dem du dich selbst sahst. Dein Messer, doch die Hand des Titans. Die Unfall in seine Haut ritzt. Niemand verdient es, so zu sterben. Ich kann nicht ungeschehen machen, was Typhon getan hat. Er kam hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Es gab einen Unfall. Neun von neun. Nach der ganzen Laser- und Gedankenspielerei, würde ich mal sagen, werden wir erstmal wieder etwas kämpfen. There's a whole tech side to Riley I never knew about. Have fun with your thing. Bei eurem Ding. Das heißt LARP, Riley. LARP. Ich guck nochmal kurz, ich habe hier nichts vergessen, ne? File, File. Decke auch in Ordnung, wenn auch etwas, ja. Einzigartig. Pfeil, Pfeil oder Dreieck meinetwegen. Pfeil ist es nicht, da fehlt ja noch ein dünnes Ding hinten dran. Das ist ja bloß ein Pfeilkopf. Karte, Pfeil, Riley, Pfeil, Rückgabe, Pfeil. Tombola, Pfeil. Auf der Seite war praktisch gar nichts. Und hier der coole Zwerg, Pfeil, Dreieck. Jobanzeige, Dreieck. Tür natürlich auch Dreieck. Dreieck. Gut. Tombolas hat man ja gerade. Dreieck. Finde den Seelenrubin. Hängt am Troll. Müssen wir tot machen. Und ich muss mal einen Schluck trinken. Das Vorlesen war wieder ganz schön trocken. Also. Nicht trocken im Sinne von, boah, der Text, boah, ey, gar nicht gerne gemacht. Nee, so nicht. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Vielleicht ein Blumentroll. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Die sehen alle sehr ähnlich aus. Die wurden aber nicht in Kopierer geschmissen und dann mehrfach ausgedrückt. Die hat Steph alle händisch mehrmals gemacht. Ganz sicher. Alles Raritäten, nee, nicht Raritäten, alles Einzigartigkeiten. Found some dirty money. Schmutziges Geld. Nice find. Thanks. Nicer Fund. Was? Ups, zu weit. Ich wollte doch gerade gucken. Wie denn die Bock hochklettert. Oh shit! Troll! Incoming! Stampfsound eigentlich, ja. Right there. Oh, you like my belt? It's made of human skin. What do you think we should do? Ihn erschrecken. Bestechen. Bedrohen. How about some gold in exchange for your ruby? Scheiße. Nein. Ich will kämpfen. How much? Null. Actually, scratch that idea. I'll smash you to bits. Sechs von zehn haben wir beide mit Giftschaden, ne? Ich hoffe, er macht nicht einen Sechser Schaden mit dem ersten Angriff. Insofern heilen wir uns noch nicht. Ich warte noch einen Angriff von ihm ab und dann geht's ab.
So, wir haben ja neue Fertigkeiten. Lesen. Verzerrungsfeld nicht neu. Ergreifende Hymne, hypnotische Fuge, Lähmung. Gegner kann sich eine Runde lang nicht bewegen. Wenn wir das jede Runde machen, dann hätte er doch gar keine Chance. Das probieren wir jetzt aus. Ob er irgendwas später macht, damit er dann wieder da rauskommt, dass er immun gegen das ist? Ach nee, nur einmal pro Kampf. Ja, jede Runde das Ganze machen. Okay. Ja. Furchtbare Dissonanz. Dreier-Schaden nur einmal pro Kampf. Angriff ist doch die beste Verteidigung, oder? Insofern immer den Schaden von Thanor verdoppeln und dann geht's ab. Schild des Mutes, Feuerwelle, aber auch Schaden für uns. Nur einmal pro Kampf. Flammenklinge, er hat noch nicht so viel. Okay. Flammenklinge, einer Schaden, aber eben auch ein Feuerschaden über die nächsten zwei Runden. Stirring him! Double Thanor's next attack! Burning Blade! Two damage, and you're on fire for the next two turns. Throwing rock. Ah! Two damage. Ah! I'm still on fire! Immer noch, du fängst gerade erst so richtig an. Okay, Alex, vierer Schaden. Ich hoffe, er macht keinen... noch vier Lebenspunkte. Ich hoffe, er macht keinen vierer Schaden im nächsten Angriff. Das Gift ist weg, oder? Haben wir jetzt gar nicht erlebt. Alex, Magie. Und zwar nochmal die ergreifende Hymne. Stirring him. Double Fenor's next attack. Hier steht Ethan und Alex... Da sind wir noch nicht so ganz drin mit Thanor und Alvin. Alvin. Oh, four damage. Throwing rock. Two damage. Beide vier. Kann er was anderes außer Steine werfen? I'm still on fire. Zweite Runde. Okay, ich gehe auf Risiko. Hoffentlich macht er mit der nächsten Attacke keinen Viererschaden. Ein Dreierschaden wäre ja noch in Ordnung. Ich denke, er wirft wieder einen Stein. Er ist einfach zu klobig. Jetzt habe ich mich selbst in eine Erinnerung geworfen. Er ist einfach zu klobig. Chloidi. Klobige. Er ist einfach zu plump. Stirring him. Double Fenors next attack. Immer der gleiche Scheiß. Ja, ja. Wobei der Feuerspaß ist jetzt weg insofern. Burning Blade. Two damage and you're on fire for the next two turns. Schade das Punch. Oh. Stunned. Ah, I'm still on fire. Also Giftschaden wirkt nicht mehr, also das Gift wirkt nicht mehr, das ist seltsam. Naja, will mich nicht beschweren. Jetzt haben wir auch mal die Lähmung, okay. Aber, was eigentlich etwas enttäuschend ist. Meine Hoffnung war ja, dass wir mit der ergreifenden Hymne auch den Feuerschaden, der dann über zwei Runden wirkt, oder zumindest in der ersten Runde, dass der dann auch verdoppelt wird, ist aber nicht. Ah, ich gehe nochmal auf Risiko. Ich meine, bei Alex geht jetzt nichts. Ethan. Damit schützt er sich, damit macht auch Alex Schaden. Nicht gut, wenn er doch einen Dreier-Schaden drauf hat. Weiß nicht, wie viele Attacken er kann. Vielleicht drei oder eben nur die zwei. Ist mir zu riskant. Würde ich jetzt gerne mal machen, aber ist mir zu riskant. Double Slam! Oh, 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 oh! Oh, okay. Ich dachte Doppeltreffer, doppelter Schaden, aber nein, er greift beide an. Still on fire.
So, jetzt wird ein Gegenstand eingesetzt. Scroll of Healing. Thaenor and I are restored to full health. All negative status effects removed. So. Jetzt gehen wir mal voll auf Attacke, auch mit Alex. Wir haben hier Angriff. Verstimmter Akkord, furchtbare Dissonanz. Später müssen wir das einfach können, da kann ich nicht nachlesen. Akkord 1er Schaden, Dissonanz 3er Schaden, nur einmal pro Kampf, wenn ich jetzt wandern. Ergreifende Hymne wäre jetzt gut, wenn Ethan das könnte, dann machen wir nämlich 6er Schaden. Okay. Horrid Disharmony. 3 damage. Oh, schon platt? Ja. Mit voller Gesundheit gehen wir dann in den Endkampf. Sehr schön. Wir haben zum ersten Mal einen Gegenstand eingesetzt. Unglaublich, oder? Was für ein fauler Sack, der Troll. Der lässt nichts selbst fallen. Er hätte einfach den Gürtel abwerfen können, aber nein, er gibt ihn nicht so einfach her. Was? Ach, Bertel, ich habe gerade Batterie gelesen, nicht Nase. Neue Fertigkeit erlernt. Klasse Kriegerfertigkeit, zorniger Schlag. Art Angriff, Effekt 3 Schaden. Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. We've got all three. We can go back to the king now. Yep. Okay. That troll was scary. I admit it. Nothing to admit. It's just facts. Being scary definitely lends a battle advantage. Frag mich gerade, warum wir eigentlich in dieser Kameraposition aus dem Kampf zurückkommen. Ist das Alex Schokoladenseite? Ist immerhin die Seite, wo sie die Haare hingekämmt hat. Ich würde mal sagen, ich denke mal in der Pause vielleicht drüber nach. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Would you rather be scary or good looking? Ah, diese Entscheidung wieder. Wer schön sein will, muss leiden. Good looking, I guess. Yeah, me too. It's such a human weakness. We've still got coins. Should we spend them before we go back to the king? Ja, aber für was denn? Nee. Ja, für was denn eben? Nee. Let's just hurry back. Okay. Irgendwie seltsam in der Kameraposition zu verbleiben und währenddessen hier zu reden. Na egal, jetzt aber.